Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist jetzt endlich soweit. Wir greifen zu harten Mitteln, denn wir wollen endlich unseren Malibu haben. Ja, mal sehen, ne? Und den holen wir jetzt ab. Deshalb ist es schon sehr, sehr dunkel. Aber wir haben ja diese Funzel. Ihr seht ja, wie hell wir sind, als wenn wir käsebleich sind, als wenn wir krank wären. Aber wir sind nicht krank. Ist Vorfreude. Ja, und jetzt holen wir ihn ab. Dann werden wir euch da gleich noch ein bisschen was zeigen, so vor Ort. Ja, und alles seht ihr aber nach unserem Intro. So, ein paar Tage sind vergangen. Ja. Wir haben den Wagen abgeholt und ihr habt es ja gelesen im bei der Vorschau, Traum zerplatzt, was nun? Ja, wir werden eingehen in diesem Video, was wir nun gemacht haben. Wir werden ein bisschen auf die Kommentare eingehen vom letzten Video aus der Traum Malibu Falschlieferung. Ja, denn da ging ja wirklich die Post ab. Wir haben es eigentlich damit nicht gerechnet. Und nee, viele Sachen, die wir da gelesen haben, haben wir noch weniger gerechnet, dass es wirklich so schlimm ist auf dem Markt. Ja, das, damit haben wir nicht gerechnet, dass wirklich so viele Leute echt mit vielen Problemen ja, konfrontiert werden oder sind. Das ist natürlich echt Katastrophe und das ist nicht schön. Absolut nicht schön. Aber wir wollen jetzt Stück für Stück dorthin. Hier liegt sogar jetzt eine Cappy. Selbst darauf wollen wir mal kurz eingehen. Aber Stück für Stück als erstes, ich glaube, das ist das, was die meisten interessiert. Was ist jetzt passiert? Was wurde gemacht? Wir haben es ja schon so ein bisschen angeteasert in der in dem letzten Video und das wird euch Stefan jetzt erzählen. Nochmal zum letzten Video. Es waren drei Dinge falsch in dem Fahrzeug, die falsch gekommen sind. Und zwar war das die Heizung, es war das Chassis, also Light Chassis statt Heavy Chassis und die Polster. Die Polster... Das ich glaube, das Einfachste. Ist das Einfachste. Ihr seht gerade, wir sitzen auf Polster. Das heißt, wir haben die Polster aus unserem ja, Vorführfahrzeug oder im Prinzip aus dem Kuwi, genau, aus dem Vorgänger mitgenommen, weil die haben uns sehr gut gefallen. Da haben wir sowas von schon oft reingepupst, das sind unsere. Genau, einmal markiert unsere. Genau. Nein, also... Ja, dran daher... lecken wollte ich nicht, aber das ist doch klassisch. Nein, also das sind unsere... wir haben ja wirklich, wo wir den Kuwi gesehen haben im April, wo wir uns das ausgesucht haben, wir haben das Polster gesehen und waren irgendwie geflasht davon. Ist richtig cool. Ja, und, also wir hatten das auch nicht gerechnet damit, weil sonst hätten wir auch das Polster bestellen können, wäre auch okay gewesen. Weil das ist Lissabon, glaube ich, ne? Das hier ist, glaube ich, Lissabon, genau. Und wir haben halt Kairo bestellt. Das Kairo ist halt noch so ein bisschen dunkler und ein bisschen lederähnlicher, weil es sind so die Oberflächen halt Lederoptik. Ja, hatten wir halt in unserem VW-Bus, deswegen habe ich gesagt, du, das gefällt mir ganz gut. Und naja. Aber gut. Die sind super. Es ist jetzt so und die sind gut. Und das war wirklich das Einfachste. Einfach aus dem anderen raus, hier rein, schnippi schnappi, alles super. Dann schauen wir uns das Heavy-Fahrwerk an und das Light-Fahrwerk. Wir haben natürlich jetzt das Light-Fahrwerk. Es hat Vor- und es hat Nachteile. Also das kann man auch nicht, also man kann es ändern, indem man mit Goldschmidt und sowas, kann man ja, was machen. Ja, man kann dann im Prinzip noch Luftfederung und so weiter, vielleicht machen wir das später auch noch, aber das werden wir mal sehen. Aber es ist zumindest jetzt was, wo wir sagen, damit können wir auch leben und daher haben wir das auch so angenommen. Denn wir haben den Vorteil zum Beispiel, dass es nicht so klappert hier in dem Fahrzeug, weil die Federung ist nicht so hart. Das ist ein definitiver Vorteil. Das rumst auch nicht so, also das geht nicht so beim Fahren ins Kreuz rein, sage ich mal. Also der Fahrkomfort ist auf jeden Fall viel besser. Dafür wackelt das Auto halt ein bisschen mehr, wenn man sich halt mal bewegt oder sowas, dann merkt man das halt schon eher. Ist halt so. Und die Bremsen und so weiter sind natürlich auch nicht so stabil. Aber das ist dann auch so. Aber es ist auch dann vom Kostenfaktor nicht her. Weil was kostet jetzt eine Bremse auszutauschen? Was kostet es beim Heavy-Fahrwerk? Das muss man alles irgendwie reinrechnen. Auflastung, weil das auch so ein Thema war in den Kommentaren, käme für uns aktuell nicht mal in Frage, weil keiner von uns hat einen Führerschein dafür. Das heißt, wir können eh nicht auf 4 Tonnen. Und wenn das irgendwann so kommt,
dass die Regierung oder die EU auf 4,25 Tonnen es hochmacht, dann wird es eh nicht dieses Fahrzeug sein, weil dann ist das wahrscheinlich mit E-Antrieb basierend etc. Das aber alles noch Zukunftsmusik. Wir sind jetzt mit dem Chassis zufrieden, weil das ist eine Sache, die ist nicht änderbar. Also sprich, man müsste ein anderes Fahrzeug bestellen oder man müsste jetzt so viel nachkonstruieren. Es ist, wie es ist und darüber lohnt sich dann einfach. Und genau. Wir haben Vorteil, weniger Gewicht. Definitiv. Also jetzt ist es auf jeden Fall so, dass wir definitiv nicht drüber kommen, denn wir haben vorhin nochmal gemessen. Wir sind jetzt gerade recht voll gepackt und haben noch richtig voll. Ja, haben gut 60 Kilo noch über. Also ist alles top, alles tippitoppi. Das ist definitiv gut. Und das hatten wir beim anderen nämlich nicht, auch vollgepackt und wir waren genau Unterkante Oberlippe und wir durften, also wir hätten mit dem Wasser tangieren können, dass wir mal sagen können, mit ein bisschen weniger Wasser. Aber es ist dann schon ein bisschen beruhigender, wenn man noch ein bisschen Puffer hat. Das ist immer schön. So, und jetzt schauen wir uns noch das dritte Thema an, nämlich die Heizung. Es ist ja hier so gewesen, dass wir eine Gasheizung verbaut haben. Und zwar die Truma Kombi 4. Und unser Händler, der hat echt, also, ich sag mal, alle Hebel in Bewegung gesetzt. Der hat Hat seine Kontakte spielen lassen. Der hat im Endeffekt jetzt eine Dieselheizung gekauft, eine E-Dieselheizung, die original bei auch bei Malibu verbaut ist. Und hat in mühseliger Arbeit die ganze Heizung rausgebaut und hat die Dieselheizung für uns extra reingebaut. Er hatte ein Vergleichsfahrzeug auf dem Hof, was er genommen hat, wo er alles abgeguckt hat, wo genau die Leitungen langlaufen, damit es auch alles wie original aussieht und auch vernünftig und ordentlich gemacht ist. Und ich kann definitiv sagen, und da muss ich auch nochmal ganz ehrlich sagen, ein super, super herzliches Dankeschön an unseren Händler, dass der es möglich gemacht hat, auch mit Umtragung und allem möglichen drum und dran, auch seine Leute, die sich da so viel ins Zeug gelegt haben und da dran gearbeitet haben, und dafür gesorgt haben, dass wir echt damit glücklich sind. Genau. Also, Fakt ist eins, wir haben die Dieselheizung und alles ist damit für uns in Ordnung. Also, was zumindest das Thema die Heizung betrifft. Die restlichen Sachen, das ist natürlich scheiße gelaufen. Ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist. Aber mit den restlichen Sachen konnten wir leben. Nur mit der Dieselheizung hätten wir nicht leben können. Also, genau. Wenn die gefehlt hätte. Und dementsprechend, sind wir jetzt zumindest an dem Thema, Diesel ist verbaut. Großer Haken dran. Und das ist das, was uns auch wirklich zufriedenstellt. Und da sieht man, der Händler, der kümmert sich wirklich. Das ist also wirklich, dermaßen hat er sich ins Zeug gelegt. Wir haben wirklich Stunden fast zusammengesessen und haben überlegt, wie können wir was machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Ein anderes Fahrzeug und. Also, Die ganze Zeit war ja, was ist jetzt mit dem Fahrzeug, man kriegt keine Informationen etc. Unser Fahrzeug ist nicht gekommen, weil wir brauchten ihn ja schon im Sommer, deshalb hatten wir ja das Übergangsfahrzeug, den Kuwi. Genau. Also da wurde sich immer stets bemüht und selbst das Fahrzeug mit der ganzen Abwicklung etc. kann man sagen, wir machen da kein Minusgeschäft, immer Nein. in der Verrechnung. Wir haben 8 Monate lang ein anderes Fahrzeug gehabt, was wir immer vor der Tür hatten, mit dem wir sofort losfahren konnten, so etc. Also da muss man wirklich sagen, wir hatten dort richtig Glück, was dem Händler angeht. Und deshalb, wir haben Schwachstellen, aber die sprechen wir mit dem Händler durch. Und weil das weiß er auch, die kennt er selber. Ja. Aber das geht auch da nochmal ein richtiges Feedbackgespräch, weil das finde ich ist fair. Malibu hat sich dem leider verwehrt, muss man ja sagen. Mit der E-Mail, die man sich da geschrieben hat, man gesehen, die haben kein Interesse an uns kleinen. Es ist traurig. YouTubern. Und da möchte ich auch noch einkommen, weil das auch kam, dass wir uns so eingebildet haben, dass wir kleine YouTuber, als wenn da jetzt was passieren würde. Das war nie unsere Intention. Wir möchten einfach nur vorwarnen und wirklich appellieren, vielleicht in der jetzigen Zeit kein Fahrzeug zu bestellen. Weil es kann wirklich Schwierigkeiten geben. Und wenn ihr jetzt alle Kommentare durchläuft von dem letzten Video, dann werdet ihr sehen, es ist nicht nur die Firma Malibu Carthago, es sind andere Firmen genauso. Es ist eine Hymer, es ist, Hobby und wie sie nicht alle heißen. Was? Überall gibt es Schwierigkeiten. Und das A und O ist immer überall dasselbe. Kommunikation. Man könnte viele Probleme einfach lösen, wenn man einfach nur miteinander reden würde. Ja. Und
auf jeden Fall hat uns das sehr, sehr erschreckt, dass es doch so viele Leute gibt, die echt Probleme mit Fahrzeugen haben. Was wir ja im Prinzip hier einfach nur versuchen wollten, mit Malibu in Kontakt zu treten, um zu schauen, damit die Kunden mehr zufrieden sind. Aber scheinbar möchte es Malibu nicht. Ist es so und dann ist manchmal gut. Scheinbar möchte es auch manch anderer nicht. Also man ist wirklich... Schade. Weil auch selbst hier hatten wir, muss man sagen, haben wir schon die ein oder anderen Schwachstellen. Und zwar vom Werke aus. Und da muss ich einfach sagen, das Fahrzeug einfach dann beim Händler abzustellen. Und so, Händler, kümmer du dich drum. Du kannst dich jetzt mit den Endkunden, mit dem Pöbel rumärgern. Das ist ja nicht unser Problem. Wir machen dann alles auf Kulanz. Das ist ja nicht das Ding. Wird alles richtig gemacht. Musst du ja dann verrechnen. Das ist echt eine Art und Weise. Und das ist ja nicht nur Malibu. Das sind auch andere, wo ich mir denke. Ja. Ihr werdet alle den jüngsten Tag des Gerichtes nochmal erleben. Irgendwann sieht das die Branche mit Sicherheit mal wieder anders aus. Und dann ist es halt wieder die Sache, wie kriegt man die Fahrzeuge los? Und wenn du dann keine Stammkunden mehr hast, ist es nicht gut. Genau, weil viele sagen sich, na, das tue ich mir doch nicht. Denn wir haben auch einige Kommentare gehabt, die gesagt haben, ja, wir haben früher auch schon Malibu gekauft, aber im Moment ist es Katastrophe, kannst du gar nicht kaufen, weil es einfach nur noch schnell zusammengeschustert wurde. Also ich glaube schon, dass das die Leute, die gerade Stammkunden sind, die haben Erfahrung mit den Fahrzeugen und die wissen, wie die Fahrzeuge mal waren. Klar sind es jetzt im Endeffekt, also hier bei uns waren es nur Kleinigkeiten und ich kriege die auch alle selber geregelt. Ja. Das ist mir auch wurscht, das wird auch schnell gemacht. Und da gibt es auch einige Tipps, Videos noch im Nachgang, was wir jetzt so rausgefunden haben. Das machen wir wieder zusammen. Kann ich immer nur sagen, ist einfach nur ein falscher Stecker. Nur mal so. Und das kriegen wir alles geregelt. Das war schon witzig. Ja, genau. Sophie, zu diesem kleinen Punkt. Also wie gesagt, der Wagen ist da, wir sind zufrieden. Wir freuen uns, dass er da ist. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf die Kommentare ein von dem letzten Video. Weil, wie gesagt, wir haben gesagt, aus der Traum. Fehlerhafte Wiederstellung. Jetzt war die Frage, Traum zerplatzt, was nun? Und das ist da wollen wir mal ein bisschen auf die Kommentare eingehen. Denn was da teilweise stand, wäre eine Möglichkeit, aber ist die zielführend? Die ersten Kommentare, die wir ein bisschen... Ja, zerfetzen ist es nicht, zerfleddern auch nicht, aber wo wir drauf eingehen wollen, ist, es ging um dieses hier. Diese wunderbare Mütze, wo Malibu draufsteht, wo auch hinten Malibu draufsteht und die haben wir ja in dem letzten Video getragen. Da war die Antwort, das würde ich als erstes absetzen. Ja, kann man machen. Was bringt das aber, wenn wir diese Mütze absetzen? Ja, die eine ist tatsächlich, die haben wir gewonnen. Nee, die kam zum Abschluss des, ich sag mal, verbindlichen Bestellung. Ach so, da kam die. Das, genau. Aber die hier, die haben wir uns gekauft, weil wir, und das bleibt nochmal, wir sind von dem Produkt, das, was die Firma Malibu Karthago herstellt, damit sind wir zufrieden. Wir fühlen uns hier wirklich wieder richtig pudelwohl. Und gerade jetzt fühlen wir uns wohl, weil es ist der Kompressorkühlschrank verbaut. Falls das die letzten nicht so richtig verstanden haben. Doch, der ist hier drin. Es ist das Bad, wo ich drin stehen kann. Yeah! Und es ist die Dieselheizung. Es ist die Dieselheizung. Genau. Es ist die Automatik. Die Automatik, das Multifunktionslenkrad, genau. So wie wir es brauchen. Motorisierung und alles. LED-Tagfahrlicht haben wir tatsächlich bekommen. Ja, da war ich auch sprachlos, weil bei vielen war es von euch so, die haben das LED-Tagfahrlicht einfach gar nicht bekommen, weil es halt nicht lieferbar war. Aber es war hier kein Problem. Also dafür gab es wieder andere Probleme. Genau. Also wie gesagt, wir sind damit wirklich zufrieden. Und deshalb werden wir diese Mützen, und damit werdet ihr immer Videos sehen, die werden wir aufsetzen. Und wenn für euch einfach, was heißt es, wenn wir die Mützen aufhaben? Das seht ihr wie jetzt. Dann sind unsere Haare nicht gemacht. Dann sind wir einfach zu faul zu gewesen. Dann setzen wir die Mütze auf und schon ist das Problem gelöst. Und deshalb tragen wir weiterhin diese Mützen. Die Haare, nur kurz dazu, haben wir heute nicht gemacht, weil wir oft draußen waren. Wir haben die Mütze, also das heißt, wir haben eine Pudelmütze aufgesetzt und dann werden die Haare sowieso wuschelig. Und Haare gemacht heißt gestylt, gewaschen sind. Also naja, das sowieso. Nicht, dass einer das denkt. Gut. So, das zu den einen Kommentar. Dann ist immer so die Frage... Ja, ihr habt doch eine Auftragsbestätigung, rennt damit zum Anwalt und erklärt das, holt euch Kohle raus, etc. pp. Da würde ich das jetzt mal erstmal kurz erklären. Und zwar ist es so gewesen, wir haben eine verbindliche Bestellung unterschrieben, wie es so viele Leute von euch getan haben. Und eine Auftragsbestätigung kam nicht. Und daher sind wir auch öfter hinterhergelaufen, weil wir gesagt haben, naja, wir wollen ja auch kontrollieren, ob alles richtig ist und so weiter.
Und der Händler konnte uns keine Auftragsbestätigung erstellen, weil er diese von Malibu noch nicht bekommen hatte. Und er hatte auch keinen Zugriff auf das Portal, wo er sehen konnte, ob dieser Wagen richtig konfiguriert wurde. Die Konfiguration oder beziehungsweise das Fahrzeug in dem Portal hat er erst 4 Wochen vorher gesehen, wo es dann schon viel zu spät war. Und daher haben wir uns bemüht und auch sind dann im Prinzip mit Malibu in Kontakt getreten, um zu fragen, Mensch, hier könnt ihr uns da mal helfen. Der Händler sieht das Fahrzeug nicht, bitte kümmert euch mal darum. Und naja, was dabei rausgekommen ist, seht ihr ja. Das habt ihr alles im letzten Video gesehen. Das heißt, ohne eine verbindliche Auftragsbestätigung wird es schwer werden, zu einem Anwalt zu gehen und dann zig Sachen einzuklagen. Genau. Das ist sich Malibu sehr stark bewusst. Das weiß auch unser Händler. Daher gibt unser Händler natürlich auch keine Auftragsbestätigung raus, wenn er selber nicht weiß, dass das Fahrzeug auch dann kommt. Weil ansonsten muss er es ja liefern und er kann es nicht liefern. Und gerade zu welchem Preis? Und da kommen wir schon zur zweiten Sache. Weil auch die Sache, das Fahrzeug würde ich nicht annehmen. Das ist für mich ein No-Go. Wie gesagt, das ist für jeden kann man auch machen, eine klar, Sache natürlich. Eindeutig. Jetzt gehen wir aber auf unser Sachverhalt ein, weil auch das letzte Video haben wir mitgeteilt. Das ist unsere persönliche Meinung. Ja, was wäre jetzt, wenn wir dieses Fahrzeug nicht abnehmen würden? Dann hätten wir jetzt kein Fahrzeug. Dann hätten wir den Kuwi noch. Ah ja, okay, gut, den Kuwi. Aber richtig. Nicht mit dem Lenkrad, wie wir es haben wollten. Vor allem nicht mit dem Kühlschrank, das muss man einfach sagen. Mit der Gasheizung hätten wir uns vielleicht noch anfreunden können. Aber nicht mit der 4. Das möchte ich nicht ausschließen. Ich rede jetzt vom Kuwi. Ja. Aber nicht mit dem Kühlschrank. Wir sind mit dem Kühlschrank absolut unzufrieden gewesen. Das ist nicht unsere Sache. Und es war halt nicht unser Traumauto. Unser Traumauto war schwarz. Jetzt könnt ihr sagen, da können wir umlackieren und folieren. Aber was kostet denn das alles? Ist also keine Alternative. Und würde ich sagen, das Fahrzeug nehmen wir nicht. Hätte also bedeutet, in einer Sicht, wir bestellen ein neues Fahrzeug. Wenn du es bestellst, dann ist die Frage, wann kommt es denn? Wieder 3 Jahre warten oder sowas? Naja, 3 Jahre brauchen wir nicht. Aber jetzt übertrieben, aber wir jetzt, wir wieder anderthalb Jahre? Anderthalb Jahre bis 2 Jahre, weil, wie gesagt, falls das ihr nicht verstanden, wir sind nicht blauäugig. Wir wissen, dass nicht nur Malibu die Probleme, wir wissen, dass alle anderen die Probleme haben. Da kannst du hinrennen, ich hatte es ja gesagt, Fiat hat Probleme, Mercedes hat Probleme, es geht immer alles mit den Chipsätzen beziehungsweise mit den Halbleitern. Also wir haben eine Corona-Krise, die ist nicht an uns vorbeigelaufen. Wir sind selber geimpft, also wissen wir, irgendwas ist das. Also wir sind gechippt. Wahrscheinlich deshalb gibt es auch die Chips nicht mehr. Wir sind alle selber gechippt. Also, vergesst das wieder. Auf jeden Fall, das ist keine Alternative. Gesagt, dann hätten wir ewig warten müssen. Dann, Auftragsbestätigung hin und her, da steht ein Preis drin. Das heißt aber, selbst der Preis, der da drin steht, muss nicht dringend drin bleiben. Da gibt es nämlich ein paar Klauseln darunter, die muss man sich mal genau durchlesen. Ja, weil nämlich die Rohstoffe auch teurer werden. Im schlimmsten Fall könnte das Fahrzeug, was wir kaufen, 10.000 Euro teurer sein. Entschuldigung, ihr wisst, was dieses Fahrzeug kostet. Wir sind ehrlich, 70 Scheine. Ein bisschen mehr. Über 70 Scheine. Und dann nochmal 10 Scheine drauf. Dann sind wir bei 80.000, Leute. Der Hersteller verkauft es, der Händler verkauft es, weil momentan ist der Markt, der boomt und die werden das los. Aber wir müssen das noch machen. Irgendwann, wir haben uns kein Eigenheim gekauft, weil das unser Eigenheim in dem Sinne ist, weil wir damit noch mehr waren. Aber das ist doch keine Alternative. Und dann, wir warten, bestellen ein Fahrzeug, was 10.000 Euro teurer werden könnte. Wir warten 1,5 bis 2 Jahre und dann kommt es. Und dann wieder haben wir eine Surprise-Box gekauft, weil wir nicht wissen, was am Schluss kommen kann. Weil dann ist nachher der Kompressorkühlschrank nicht drin, wer weiß. Oder, was für mich jetzt so wichtig ist, das Flexibad 1000, was ich nicht gebrauchen kann, weil ich da nicht mehr drin stehen kann. Ja, das Fenster ist einfach leider für dich zu klein. Das funktioniert alles nicht. Also Leute, das sind keine Alternativen. Und die andere Alternative, die ihr noch gesagt habt. Für uns sind es keine Alternativen. Man kann das machen, wie gesagt. Das ist, ne, das ist kein Problem, das kann man natürlich machen. Und dann habtet ihr noch gesagt, kauft vom Hof. Es gibt kein Fahrzeug mit den 5 Kriterien, die wir haben wollen. Unter anderem die Automatik, die 160 PS, weil das sind alles Sachen, die sehr, sehr wichtig sind für uns. Der Kompressorkühlschrank, die Dieselheizung. Das Rooftop. Ach so, genau. Natürlich das Skyroof. Das Skyroof, weil das ist auch zwingend gewesen. Und natürlich in 6 Meter ist auch noch eine gewisse Sache. Und wenn wir jetzt bei Malibu bleiben,
Auf keinen Fall das Flexibad 1000. Ach ja, das ist natürlich auch wichtig, weil Marcel kann einfach da drin nicht stehen. Das ist für ihn nichts. Das funktioniert nicht. Wir haben es ausprobiert. Das funktioniert Wir nicht. sind extra Das nochmal ist zu zu einem klein anderen einfach. Händler gefahren, haben uns das angeschaut. Nein, das geht nicht. Keine Chance, das ist Also, wirklich unangenehm. was wir gemacht haben, wir haben eine Zeit lang geguckt auf dem Markt, ob es Fahrzeuge gibt. Wir haben auch bei anderen Herstellern geguckt. Das muss man Genau. auch dazu Aber sagen. bevor wir den Kuwi gekauft haben, weil wir Ja, nicht richtig. wussten, was aus unserem Fahrzeug Aber wird. zwischendurch habe ich auch trotzdem immer mal geguckt, Wie aber gut, das. dass du mir das nicht erzählt hast. Also, das kannst du vergessen. Also, die Fahrzeuge, die wir, also das Fahrzeug, wie wir es uns vorstellen, es war eh schwer, das Genau. richtige Fahrzeug für uns zu finden. Und daher war das nochmal mehr ein Riesenproblem. Und so mit der Lösung, dass der Händler die Heizung umgebaut hat, und das ist wirklich sehr fachmännisch passiert worden, denn er ist auch selbst Truma-Fachhändler, also das heißt, er darf das auch, das muss man auch drauf achten, ob ein Händler überhaupt das machen darf. Das ging, das war auch kein Problem. Wir haben auch eine ganz normale Garantie, wie alle anderen auch, das ist auch kein Problem. Wir können auch zu anderen Herstellern hinfahren. Wir müssen uns halt nur an den Truma-Service für die Heizung wenden, weil das ist halt schließlich eine Heizung von Truma und das hat nichts mit Malibu jetzt mehr zu tun, logischerweise. So. Aber das ist auch nicht das Problem, denn Truma ist sowieso für mich der bessere Ansprechpartner, denn die Jungs wissen, wenn sie eine Schulung von Truma haben, die wissen genau, was sie tun. Also von daher, das ist schon ganz gut so. Dann war ja die Regelung, weil du das gerade gesagt hattest, du hast dich umhergeschaut. Was wir jetzt immer mitbekommen haben, ihr kauft auf Messen bei irgendeinem Händler. Das haben deine Eltern auch gemacht, Ja. haben auf einer Messe den Pepper gekauft, absolut zufrieden, kann man nicht sagen. Aber Ist auch gut gelaufen. der Händler ist in Eutin, bei Lübeck, wir Hannover. Das heißt, du fährst 400 Kilometer zu deinem Händler, wenn was los ist, weil andere Händler sagen, ja, du hast ein Problem, ja, in 6, 7 Monaten kannst du kommen, weil du hast ja nicht bei uns gekauft. Das ist die Service-Problematik, die aktuell ja herrscht, egal welcher Hersteller. Ja. Das ist nicht nur Weinsberg, das ist nicht Malibu, das ist nicht Hümer und das ist auch nicht Lastrada und wie sie alle heißen. Das ist markenübergreifend. Kaufst du nicht bei dem Händler um der Ecke, der bei dir ist, denke, wenn du Kann dann, es sein, dass du Probleme mit dem Service genau, weil bekommst? du dann 6, 7 Monate warten kannst und das ist echt schwierig, gerade wenn Garantiesachen sind. Und dann darfst du fahren. Und wir haben umhergeguckt, in unserer Region gibt es nun, wir haben einen guten Pösselhändler, das wissen wir, der ist da. Ist es jetzt so nicht geworden? Und rundherum, das muss passen. Es lohnt sich absolut nicht. Und das wäre die Alternative gewesen, die wir tatsächlich im Februar, März überlegt hatten. Wir hatten einen Malibu gefunden. Ja. Das waren nur die 140 PS. Und die Farbe waren das. Ja, Sonst hätte es alles war gepasst. quietschorange, das hätte uns aber auch nicht so gestört, weil da haben wir halt auch gesagt, also ne, alles muss man ja nicht einkreisen, aber das waren halt diese Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, die uns sehr wichtig waren. Und der hätte halt nur die 160 PS nicht gehabt. Und da habe ich wirklich mit mir gehadert und habe gesagt, ah nee, ich will das eigentlich nicht. Und du hast noch gesagt, ja doch, Mensch, lass uns das, eigentlich ist das doch ein gutes Fahrzeug, weil wir haben alles drinne, sogar Ja. das Polster hat gepasst. Unfassbar, was hat er? Aber dann die Klodeckel hinten, da waren ja auch wieder Klodeckel drin. Ja. Gut, wäre auch so gewesen, auch nicht das Problem gewesen. Aber wir sind jetzt ganz zum Schluss doch glücklich, dass wir das nicht gemacht haben und dass wir auf unser Fahrzeug gewartet haben, dass wir die Übergangslösung uns für die Übergangslösung entschieden hatten. Soll ich Und dir einen Tipp geben? Da wollte ich ja. gar nicht drauf hinaus. Ach, Entschuldigung. Ich wollte ganz woanders hin, deshalb Naja. werde ich dich mal kurz abreden. Dann machen Sagen wir. wir mal, wir hätten das Fahrzeug bei dem Händler gekauft. Dann Ja. wäre das zum Beispiel auch, wenn wir irgendwelche Sachen gehabt hätten, die sagen zwar in der Nähe, ja, kein Problem, aber wenn es zu einer Garantieleistung kommt, wirst du hinten angestellt. Und Die momentan haben die genug andere Probleme. Hätten klar. wir jetzt zum Beispiel, weil viele sagen, ja, was habt ihr bei dem Händler bestellt? Ihr seid ja selber schuld. Dann gucken wir mal zu anderen Händlern. Machen wir ein Beispiel bei dem Händler, wo wir dieses Fahrzeug gehabt hätten. Was ist, wenn dieser Händler auch die Daten nicht liefern kann? Und wir hätten die ganze Zeit hinterherrennen müssen. Da Vor allen wären Dingen. wir mal 500, 600 Kilometer immer fahren müssen, weil der kann ist um so eine Ecke. Da können wir hinfahren und können wir zur Not auf Tacheles reden, weil wir da face to face. Weil per Telefon etc. kriegst du da auch keine Information. Also ist das keine Alternative, irgendwo in Deutschland ein Fahrzeug zu kaufen? Der Händler sollte immer in deiner Nähe sein. Und 100 Kilometer finde ich in deiner Nähe
auch schon ein sehr weit gedehnter Begriff. Ja, bei uns muss man sagen, im Norden gibt es nicht so viele Malibu-Händler. Hier fahren auch nicht so viele Malibus umher. Das wissen wir ganz genau, weil wir wenig Malibus hier in der Ecke sehen, mehr Karthago. Ja. Aber dann halt die großen Schiffe, sage ich mal, also als voll integrierte. Sind das Kreuzfahrtschiffe? Nein, das ist nicht. Nein, nein, das ist was anderes. Also von daher, es ist halt einfach so, dass das Netz ist hier etwas rarer gesät und ja, wir haben uns da jetzt auf jeden Fall so für entschieden und im Endeffekt, ganz ehrlich, sind wir glücklich, dass wir das alles so jetzt hingekriegt haben. Ja, unser Händler hat sich super bemüht und da kann man auch echt nochmal ganz tolles Lob an das gesamte Team auch ausrichten, dass sie sich da so für uns eingesetzt haben und dann doch den Karren aus dem Dreck gezogen haben. Sagen wir es einfach so, ist einfach so. Das haben die wirklich gut gemacht. Und deswegen auch Gott sei Dank war es in der Nähe und man konnte halt immer mal wieder schnell mal miteinander sprechen und sagen, ja, so und so, dann, ach, jetzt geht das und das nicht oder so, dann, naja, vielleicht so und so, ja, alles klar. Also das war halt ganz gut, dass man das doch schnell mal vor Ort machen konnte. Ein Kommentar, der ist mir gerade nochmal eingefallen, da hieß es so, das wäre gar nicht unser bestelltes Fahrzeug, das wäre dann irgendein Fahrzeug. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es ist bis auf wirklich diese drei Komponenten und Kairo, ja, das ist wirklich schwierig gewesen, weil wir das zu einem Zeitpunkt bestellt haben, wo wir nicht wussten, was Polster ist. Deshalb ist das die blöd. Die Polster gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, genau. Das muss man dazu sagen. Weil es war das Nachfolgemodell von Bordeaux. Genau. Und das stand halt an einer Position, wo man vielleicht Malibu wirklich am Schutz nehmen könnte. Ja, würden wir auch tun, alles gut, aber wir sind ja jetzt auch glücklich mit dem Polster, das geht ja auch. Alles ist okay. Ne? Und dementsprechend. Das wäre ein sehr großer Zufall, wenn mit den ganzen Komponenten, die wir dazu bestellt haben, wie zum Beispiel eine zusätzliche Abwasserheizung etc., Kompressorkühler, Aufstellfenster. Nein, das ist unser Fahrzeug, was wir bestellt haben. Da sind ein paar Sachen halt falsch gelaufen. Das Einzige, wo ich es mir vielleicht vorstellen könnte, ist, dass es eine Verwechslung gegeben haben könnte im Basisfahrzeug. Also an sich ist es ja das Basisfahrzeug gleich, bis auf Heavy und das Light-Chassis. Also dass man da vielleicht eine Verwechslung gehabt hat, weil diese Fahrzeuge werden öfter mit Assistenzsystemen verkauft und auch mit dem LED-Licht, dass man da vielleicht irgendwo eine Verwechslung gehabt haben kann. Aber für den Ausbau selber auf jeden Fall nicht. Da hat man schon das gebaut, was wir eigentlich bestellt haben. Selbst die Markise, die noch später, wo wir uns später nochmal dafür entschieden haben. Selbst das hatte geklappt. Selbst also, das ist doch. Also dementsprechend, das ist unser Fahrzeug. Und wir sind damit zufrieden. So ist es. Wir haben eine kleine Tour gemacht im Harz schon. Gleich nachdem wir das Fahrzeug bekommen haben, sind jetzt wieder on Tour. Diese Folgen, diese ganzen Reisevlogs, die jetzt dann folgen, denn wir sind gerade an einem Reisevlog-Tag. Ja. Die gibt es alles im nächsten Jahr zu sehen. Und das, glaube, wenn du jetzt nicht einen dringenden Punkt noch hast, nee, soll es das wirklich gewesen sein. Wir gehen Stand heute happy ins neue Jahr. Und das wünschen wir euch alle, dass ihr richtig gut in das neue Jahr 2022 reinrutscht. Genau. Dass ihr allemal gesund bleibt. Dass wir dieses Jahr abhaken. Nicht nur, was wir erlebt haben, sondern was allgemein die Welt erlebt hat. Das ist wirklich ein großer Haken dran. Und wir hoffen für alle, dass es nächstes Jahr besser wird. Falls ihr euch wundert, was das gerade war, das war unsere Soundbox. Die war noch an, interessanterweise. Und in diesem Sinne wünschen wir euch, wie gesagt, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video. Und zwar im kommenden Jahr auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.